Das wohl bekannteste Outfit nach ihrem Hochzeitskleid ist dieses hier, das sogenannte Revenge Dress, zu Deutsch Rachekleid. Kein Wunder, dass es viele so nennen, denn Prinzessin Diana sieht darin ganz besonders elegant und hinreißend aus. Die Mutter von Prinz William und Prinz Harry hatte sich kurz nach Bekanntwerden der Trennung vom damaligen Prinz Charles und dem Verhältnis mit seiner heutigen Frau Camilla für dieses Kleid entschieden. Anlass war eine Party in der Serpentine Gallery in London. Und dass sich die Stilikone bereits zuvor mehrfach für Looks, die ihre Schultern perfekt definieren, entschieden hat, ist kein Geheimnis. Egal ob bei etwas förmlicheren Veranstaltungen oder glamourösen Events, Diana stehen die schulterfreien Looks wirklich außergewöhnlich gut. Gerne wandelt sie ihren Signature-Look auch mal ab und entscheidet sich für ein One-Shoulder-Dress. Dabei kommt auch ihr eleganter Rücken perfekt zur Geltung, wie bei diesem Outfit, das Diana 1990 in einem Londoner Theater trägt. Gerne durften es auch mal raffinierte Designs mit Statement-Trägern oder Cutouts sein. Zeigte die Prinzessin ihre Schultern nicht, hüllte sie sie in extravagante Kleidungsstücke, die oftmals ihre Schulterpartie mit Polstern verstärkten. Dianas Outfits waren damals wie heute ein Hingucker, denn Styles, die die Schultern definieren, könnten derzeit nicht wieder angesagter sein.